Hallo, ihr Wunderbaren. Ja, ich bin Andreas Krüger, Heiler und Lehrer. Und ich freue mich, heute Morgen meine Buck-Familie begrüßen zu dürfen. Meine Atterschwäne, meine Aroas, meine Engelwölfe, meine SAS-Schülerinnen und Schüler. Und auch natürlich, ich denke, gegen Mittag, Nachmittag, alle Seher von Krügers magischer Bibliothek. Willkommen, willkommen, willkommen und der Segen aller Götter über euch. Ja, ich fange heute mal mit dem Wunschvortrag an und dieser Wunschvortrag hat mich sehr berührt, weil Interesse an mir berührt mich immer, da bin ich halt alter Narzisst. Und der Wunsch war zu hören, Andreas, du machst in den letzten Wochen so viel für deine Schwärme und so viel für deine Clans, so viel Infos, so viel Zuspruch, so viel, ja, weiß ich was, geteilte Zweifel und geteilte Hoffnung, geteiltes, teilen bessert, eines meiner absoluten Leitsymptome und auch einer meiner großen Benefits aus dieser Krise, dass mir nochmal ganz, ganz, ganz doll klar geworden ist, was mir vorher schon klar war, wie wichtig unsere Kreiskultur ist, wie wichtig das exquisite Zuhören ist, das nicht wertende Zuhören, das Zuhören, auch wenn jemand etwas erzählt, wo ich am liebsten kotzen würde, wo alle meine Schatten, alle meine Feindbilder hochploppen und trotzdem zuhören und trotzdem nicht werten und trotzdem um das Verständnis des fremden Wollens ringen, wo ja dann nach Dr. Steiner wirklich Freiheit und Liebe entsteht. Ja, das ist mein großer, großer, großer Benefit und darum macht mir das auch so viel Freude zu teilen und darum teile ich auch heute gerne dem Wunsch entsprechend, es waren mehrere Wünsche, ja, wie geht's dem Krüger so in dieser Krise und wie geht der Krüger mit dieser Krise um und was macht auch der Krüger für sich, sprich, was sieht der Krüger als Benefit primär dieser Krise? Und das Erste ist wirklich, dass mir nochmal so ganz klar geworden ist, wie wichtig diese Kreisarbeit ist, die ja unsere wunderbare Erzoberhexe Heidi Barth initiiert durch Manin Tongkwat. Guckt euch bitte im Internet alles an über The Circle Way. Guckt bitte auch diesen wunderbaren Film über The Circle Way. Kauft ihn bitte, weil die Leute haben den selbst produziert, selbst finanziert und bitte, bitte nicht kopieren, sondern diesen Film The Circle Way kaufen, weil gerade jetzt in Krise haben die wahrscheinlich besonders viel Schwierigkeiten, an ihr Geld zu kommen. Also das ist ein großes Benefit und ich möchte ihr das Commitment abgeben, dass ich diesen Circle Way, diese Kreisarbeit mit noch mehr Leidenschaft und noch mehr Energie im Grunde unterstützen und fördern möchte. Und ich möchte ganz, ganz doll der Heidi Barth nochmal danken, deren Engagement ich gerade ja total toll finde und auch von Herzen unterstütze, auch wie sie uns immer wieder aufklärt, wie sie uns immer wieder Informationen gibt, die nicht überall zu finden sind und natürlich manchmal dann auch unangenehme Reaktionen erntet, aber als Doppelstier schafft sie das mit Heidi. Gehen heißt siegreich gehen, entlehnt meines Lieblingsslogan von Heidi lernen heißt siegen lernen. Ja, so sieht's aus. Erstes große Benefit. Zweite Benefit, wo ich wirklich ganz, ganz doll hoffe, dass das so wird, auch wenn es gleich wieder als Fake-Nachricht entlarvt wurde. Ich habe gelesen, dass es wieder Delfine gibt in den Kanälen von Venedig und es hat mich total berührt. Ich heule ja als Pulsatilla-Mensch sowieso schnell, aber die Nachricht hat mich einfach total berührt. Es gibt wieder Delfine in den Kanälen, ja, und dann kam eben draus, stimmt nicht, Fake-Nachricht. Manchmal weiß ich immer nicht, ist die Nachricht, dass es eine Fake-Nachricht ist, vielleicht selbst ein Fake. Und naja, nicht so einfach, da eine große Sicherheit zu kriegen. Was ist denn alles Fake-Nachricht
und was ist denn nicht Fake-Nachricht. Aber gut, egal ob Fake-Nachricht oder nicht Fake-Nachricht, die Idee, dass es wieder Delfine gibt in den Kanälen von Venedig, die hat mich total angerührt und ich wünsche mir wirklich als Benefit dieser Krise, dass es wieder Delfine gibt in den Kanälen von Venedig. Ja, wenn ich da eine Überschrift mache, es gibt wieder Delfine in den Kanälen von Venedig. Und es rührt mich. Ich muss, glaube ich, wirklich mal wieder Pulsatilla nehmen, wenn ich bei solchen Sachen immer so heulen muss. Ja, und das Dritte, was ich hier heute persönlich ganz doll erlebe als großer Benefit, ist, dass ich in meiner Schattenarbeit nochmal einen großen Schritt gemacht habe. Ich bin zwar jemand, ich verurteile eigentlich nur noch sehr wenig Menschen. Und wenn ich ein aversives Gefühl kriege, gucke ich sofort bei mir, wo ist mein Schatten? Schattenatter, Schattenatter, Schattenatter. Ja, aber da habe ich diesmal noch so ein paar Brocken gekriegt. Wenn so auf der Straße Menschen, andere Menschen anflaumen, weil sie im Grunde den Abstand nicht 100% halten, nicht liebevoll auffordern, nicht sagen, hey, hey, junger Mann, mir macht es gerade Angst, dass sie so nah sind. Hey, bin ich der Letzte, der sagt, habe ich sofort meine Moro-Geste, sorry, 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 sorry und flüchte ich rückwärts. Sepia, Sepia, Sepia. Nein, teilweise anschnauzen, teilweise anraunzen, wo ich natürlich sagen kann, ja, der hat total viel Angst und ich liebe ihn und ich mache mit ihm liebende Güte etc. 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 Nein, da bin ich denn schon teilweise sauer geworden und da habe ich zum Beispiel jetzt ganz viel Schattenarbeit mit meinem inneren Blockwart gemacht, mit meinem inneren Inquisitor, Arsen. Arsen, eines der wichtigsten Mittel in dieser Krise. Ich behandle ja kein Corona, ich bin ganz, ganz gesetzestreu. Aber ich kann Menschen mit Ängsten behandeln. Und da weiß ich einfach, dass ich bestimmt 30 Menschen in den letzten Tagen mit gutem Erfolg Arsen gegeben habe. Entweder in Kombination mit Luisinum oder manchmal auch in Kombination mit Bryonia, wenn da noch ein Husten dazu kam, von dem ich sicher war, es ist kein Corona. Aber Arsen hat ganz, ganz vielen Menschen in dieser Angst geholfen, in dieser Angst, die dann so ängstlich und eng macht und dann dazu führt, dass eben auch andere sich diesen Normen unbedingt anpassen müssen. Ja, also diese Schattenarbeit, ich habe so viel Schattenarbeit gemacht, ja, neben meinen anderen Coachings, Wingwave mit Angela Lombard, Mikro-Coachings, Kurzintervention mit Dr. Schamfuß, ganz tolle Coachings mit Marco Helmert. Also da bin ich ja zum Glück in einem Feld von Unterstützern. Was ich jedem von euch auch wünsche, also diese Schwarmsolidarität, die ich hier erlebe, dass sich jeder um jeden kümmert, dass wir so total für uns da sind, ist für mich auch ein Riesen-Benefit dieser Krise und das erlebe ich als wunderschön und wunderbar. Naja, und dann finde ich natürlich auch toll und ist auch ein Benefit dieser Krise und da arbeite ich ja auch ganz viel dran mit meinen Arzneimittelvorträgen nachher wieder Bryonia ist, dass die Homöopathie und auch, ja, die Naturheilkunde und die chinesische Medizin einfach nochmal wieder mehr ins Auge der Öffentlichkeit rückt. Da habe ich gestern ein ganz schönes Interview gemacht mit dem Marvin in seinem Podcast über prozessorientierte Homöopathie. Und SHS, also könnt ihr euch angucken, scrollt ein bisschen runter, findet's, wo ich glaube ich da auch noch mal eine Menge, glaube ich, ganz Gutes und Hilfreiches zu gesagt habe. Ja, so verbringt der Krüger die Krise. Er arbeitet ganz viel gerade in seiner Praxis, 12, 14 Stunden. Ich glaube, so voll war meine Praxis schon ewig nicht mehr. Nu habe ich ja nu auch gerade keine Schule. Das ist natürlich die große Traurigkeit dieser Krise. Aber andererseits ist es auch schön, dass ich merke, wie sehr ich meinen Schwarm vermisse. Oh mein Gott, Pulsatilla, ich muss Gernot anrufen. Wie sehr ich meinen Schwarm vermisse. Ich vermisse einfach, in mein Büro zu kommen. Ich vermisse meine Familie. Ich vermisse meine Ufa-Fabrik. Ich vermisse mein Café Olé. Ich vermisse, hi, Manni, du bist da. Ich vermisse Manni. Ich vermisse Juppi. Ich vermisse Gabi. Die vermisse ich alle so. Ich vermisse Paida.
Ich werde gerade ganz viel mit meinem Vermissen, auch mit meinem physischen Vermissen konfrontiert. Und das finde ich schade und das teile ich und da bin ich traurig. Und ich möchte, dass es ganz schnell anders wird, weil wir sind eine Gesellschaft, wir brauchen Berührung, wir brauchen Nähe, wir brauchen Gemeinschaft, wir sind Gemeinschaftswesen. Es ging ja immer darum, dass es hieß, die Bonobos sind so friedlich. Ja, das sind die friedlichsten Affen, denen fehlen irgendwie die Gewaltgene. Aber das stimmt gar nicht. Wenn du einen Bonobo in eine Einzelzelle packst, dann wird der genauso gewalttätig wie jeder Schimpanse. Die Bonobos sind deswegen so friedlich, weil sie ständig in Kontakt sind, weil sie sich reiben, weil sie sich kraulen, weil sie miteinander schmusen. Die haben zwar auch Sex, mehr Sex wie ein normaler Bundesbürger, aber das ist es gar nicht. Es ist nicht die Kopulation bei den Bonobos, die so friedlich macht, sondern diese ständige Berührung, dieses ständig in Kontakt sein. Das fehlt mir wirklich. Und wenn ich heute Abend wieder Blumen gieße in der SAS und in diese leere Schule komme, von der ich hoffe, dass sie bald wieder knallend voll ist, knallend voll. Ich würde mir als Benefit dieser Krankheit wirklich wünschen, dass die Menschen erkennen, es gibt keinen wichtigeren Beruf für Mutter Erde, für Mutter Gaia, für unsere Menschen, Geschwister, gerade wie den Heilpraktiker, die Heilpraktikerinnen. Das sollten wir auch erkennen aus dieser Krise. Nicht nur, dass die Naturheilkunde hoffentlich nach dieser Krise nochmal eine ganz andere Stellung im Gesamtkontext von Medizinalversorgung kriegt. Nein, ich wünsche mir, dass viele Menschen erkennen, dass dieser Beruf der Heilpraktikerin für diese Menschheit, für diesen Planeten etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes ist. Und dem möchte ich dienen mit ganzem Herzen, wie der Weiterführung der Kreiskultur. Ich will jetzt nicht sagen, dass Menschen, die regelmäßig im Kreis sind, weniger Infektionen kriegen. Das wäre jetzt wieder eine Fake-Nachricht. Aber ich glaube, dass Gruppenenergie, Zärtlichkeit, Berührung, Reiben sogar nachweisbar. Wenn man sich lange genug reibt, steigen die T4-Zellen. Wenn man in einer Gruppe sitzt, wo getrommelt wird und wenn man regelmäßig selbst trommelt, steigen nach jedem Trommeln die T4-Zellen. Das kann man so ja messen. So wie nach jedem guten Sex die T4-Zellen steigen. Ja, das sind so die Dinge, mit denen ich umgehe in dieser Krise. Wie schon gesagt, ich arbeite ganz viel. Meine Praxis ist so voll wie ewig nicht mehr. Und ich hätte das mit Schule gar nicht geschafft. Also der Benefit der Schulschließung ist, dass ich im Grunde jetzt wahnsinnig viel Zeit habe. Ich bin ja 2,5 Tage normalerweise in der Schule. Für die Menschen, die jetzt extra Hilfe brauchen, ganz viel Angstpatienten. Wie schon gesagt, wenn ich vermute, dass jemand Corona haben könnte, schicke ich ihn ja zum Arzt. Bundesseuchengesetz, aber ich behandle natürlich ganz viel im Bereich der Prophylaxe. Ich behandle ganz viel im Bereich der Angst, der großen Angst, der Angst vor Armut, der Angst, ja, nie mehr aus der Wohnung rauszukommen. Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was Menschen alles für Ängste entwickeln. Menschen, die vorher relativ stabil und cool wirkten, mutieren ja im Grunde im Angesicht dieses Virus zu ängstlichen Kleinkindern. Calcium Carbonicum. Ich mache übermorgen Zurinum, das wichtigste Mittel, die große Angst vor Armut, die Angst von Gott verlassen zu werden. Und letztens hat mir mein Freund Hartmut so einen ganz schönen Text geschrieben, dass Gott schläft, über den schlafenden Gott. Viele Menschen fühlen sich gerade sehr von Gott verlassen und da danke ich meinem Bruder Arne, dass er immer von Bonhoeffer, von guten Mächten durchsingen lässt, alle Strophen. Und eigentlich müssten wir eine Dauerschleife haben, dieses wunderbaren Lieds von guten Mächten. Ja, das versuche ich meinen Leuten zu geben. 12, 14 Stunden am Tag in der Praxis, oft 20 Leute in der Praxis, oder nicht in der Praxis, mache ich nur noch Telefonpraxis. Und das finde ich gerade auch wichtig und das sollten wir als Heilpraktiker alle tun und ich behandle auch viele umsonst gerade, die kein Geld haben, aber die trotzdem Hilfe brauchen und trotzdem versuche ich bewusst ganz intensiv weiter mein Sea-Watch, meine Mission und neuerdings auch Menschen zu unterstützen, die
Kampfersäckchen nähen. Ja, und jetzt kommen wir mal zum, was macht der Krüger für sich selbst gerade therapeutisch. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe mein Feld von Heilern um mich, die habe ich ja immer um mich. Man unterstellt mir ja manchmal, ich werde therapiesüchtig, wobei ich immer sage, mein Leib ist meine Strativari. Und jeder Geiger pflegt wie blöd seine Strativari. Ich verdiene mit meinem Leib mein Geld. Ich bin mit meinem Leib, mit meiner Einheit von Körper, Seele und Geist die Matrix für meine Schüler und meine Patienten. Also muss ich mich pflegen. Also das läuft wie immer. Und auch meine wunderbare Homöopathie mit Gernot läuft wie immer. Und da sind wir eben an den Themen, um die es gerade geht. Und sonst, was mache ich sonst? Ja, ich habe ein Kampfersäckchen. Ich liebe das. Das war eine Empfehlung von Hahnemann bei der Cholera, dass die Leute an Kampfer riechen sollten. Und er meinte, dass das wohl was ganz was Wichtiges ist. Er hat extra eine Schrift darüber verfasst. Und gerade bei der spanischen Grippe, ob nur von Hahnemann initiiert oder alte Naturheilkunde, haben die Leute das aufgenommen und haben sich solche Säckchen gemacht. Das ist ein bisschen Stoff. Und da macht man Kampfer rein, das kriegt man in jeder Apotheke. Das riecht relativ stark, wobei alle, die Homöopathie nehmen, ich ja sowieso, ich mache das ja immer, ich mache ja nichts ohne Testung, natürlich testen, ob der Kampfer die Homöopathie stört. Aber habe ich bei mir noch nie erlebt, aber testen auch meine Patienten gerade überhaupt nicht, testen meine Patienten sowieso nicht. Meine Patienten testen ja auch nicht, dass sie keinen Kaffee trinken dürfen, sind auch alles so Glaubensfragen. Und ich nehme, und das ist eigentlich was ganz Wunderbares, es kommt von einer Firma Nurovia und ist eine Empfehlung von Jakob Lorber bei solchen Zügen, Kampfermilchpulver, das ist Kampfer in Ziegenmilch und davon nehme ich 2-3 Mal täglich eine Messerspitze und das ist es eigentlich, was ich meinem Immunsystem antue. Ich achte auf einen guten Vitamin C, auf ein gutes Vitamin C-Level und das muss ich ehrlich zusagen, ich bin ja als Doppelkrebs etwas zur Melancholie neigend. Und wenn das Wetter nicht schön ist und wenn mir mein Schwarm fehlt und wenn mir meine Streicheleinheiten fehlt und wenn mir mal Ramona fehlt und Mia fehlt und wie sie alle heißen, wenn die mir alle fehlen, dann habe ich manchmal so einen Touch Melancholie. Wenn mir mein Sabri fehlt, ich grüße dich, mein Sabri. Ich bin so traurig, dass das mit der Türkei nicht geklappt hat. Ja, und in solchen Situationen, wo ich so traurig bin, dass ich nicht bei meinem Sabri bin und bei meiner Gülchen, dann nehme ich auch Johanniskraut. Ich bin ein großer Johanniskraut-Fan. Ich bin ein großer Fan auch des Präparats live. Und mit Johanniskraut merke ich, mir geht einfach die Sonne auf. Und ich kann besser von gute Richtung gucken. Eine Sache noch, das ist der große Benefit für mich von dieser Krise. Ihr wisst ja alle, dass ich ein fauler Hund bin. Mein Lieblingskrafttier ist mein Schweinehund. Mein Schweinehund Pansy, der hängt als Bild so ja in der Schule. Und der hat mich ja ganz viel davon abgehalten. Ich nenne das dann immer wieder mangelnde Selbstfürsorge, Dinge für mich zu tun, die mir gut tun und von denen ich wusste, dass ich sie eigentlich tun müsste, aber nicht getan habe, weil ich zu faul war, zu schweinehündisch. Ja, und da hilft mir mein Guru Corona gerade. Jetzt nicht aus Angst und auch nicht aus Zeit. Ich habe weniger Zeit wie zu den Schulzeiten, weil Videos, weiß ich was, 20 Patienten jeden Tag. Aber es gibt durch Corona einen Impuls, so unter dem Motto, wie innen, so außen. Corona, glaube ich, mahnt uns endlich unsere Außenweltverschmutzung, unsere Außenweltzerstörung im Grunde anzugehen. Und mich mahnt Corona, an meiner Innenwelt zu arbeiten, an meiner Selbstfürsorge zu arbeiten. Im Außen wäre es die Fremdfürsorge für Mutter Gaia. Ich glaube, es geht bei Corona ganz viel um Fürsorge, um Zärtlichkeit und um Offenheit für das andere Wollen. Und bei mir bedeutet es, ich schaffe das erstmalig außerhalb eines Seminarkontextes,
Da schaffe ich es ja immer, weil die Gruppe will es ja von mir haben und ich werde dann noch dafür bezahlt, regelmäßig zu üben. Ich mache jeden Tag mein Faszien-Qigong, ich mache jeden Tag meine Yoga-Übung für meinen Rücken. Ich chante, hey, hey, mein Swami, um 11 sehen wir uns zum Podcast. Ich hoffe, dass du mir schon den Link geschickt hast, dass ich mich, wenn ich hier fertig bin, gleich einklinken darf, ja? Ja, das mache ich mit einmal. Mit einmal geht es. Und ich freue mich jeden Tag 20 Minuten Faszien-Qigong, jeden Tag 10 Minuten Bodenübung. Und nebenbei schröpfe ich mich noch, gucke dabei Filme oder lege mich aufs Ostfloh, höre dabei Hörbuch. Also das klappt. Und es klappt so gut, wie es wirklich noch nie geklappt hat, außerhalb eines Seminarkontextes oder in den 100 Tageübungen mit Meisterin Heike Wittenbecher, wo ich es aber eigentlich eher für sie gemacht habe, dass sie froh und stolz und glücklich ist und vielleicht besonders freundlich auf mich schaut. Und diesmal mache ich es aber wirklich für mich. Ein großer Heilerfolg durch Corona. Mögen auch in meiner inneren Lagune die Delfine wieder schwimmen. Ja, ich würde euch sowieso mal empfehlen, es gibt ein ganz, ganz schönes Video über mein Leben in der Lagune, über meine Primärinkarnation hier auf diesem Planeten. Ich weiß gar nicht, wie man das findet. Ich versuche es mal zu finden. Und diese Lagune will ich wieder in mir herstellen. Das ist so ein Ziel, was ich mir in dieser Krise gesetzt habe. Ich will, dass die Delfine, diese Wesen von Lust und Fröhlichkeit und Solidarität, wieder in meiner Lagune schwimmen, so wie in der Lagune von Venedig, auch wenn es ein Fake war. Aber fake it till you make it. Ich fake die Delfine in der Lagune von Venedig und ich fake die Delfine in meiner inneren Lagune. Ja, und was dann natürlich noch in meinem Leben ist, es läuft fast immer mein Diffuser und da sind wunderbare Nelkenöle drin. Da ist Lavendel und Melisse für meine psychische Verfassung drin. Und ich stelle mir vor, damit räuchere ich, dufte ich, dampfe ich wie in meiner schamanischen Heilsauna nochmal meine ganzen Clans an. Da ist immer wieder Patchouli drin für die Herzöffnung, weil ich habe Angst, dass die Krise unser Herz so ein bisschen eng werden lässt. Und da ist immer wieder auch Eukalyptus drin. Nelke ist für mich ja sowieso, daran hat mich die Krise auch mal wieder erinnert. Ich hatte Nelke lange vergessen von Rosina Sonnenschmidt, diesen wunderbaren Hinweis auf die Gewürznelke, die ich immer wieder mal lutsche. Also so verbringt der Krüger gerade seine Tage. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich bin total glücklich über diese Krise und innehalten und alles super. Nee. Ich vermisse meine Leute, ich vermisse meine Schule. Und wenn ich nachher Gießen gehe und singe und euch bestimmt wieder ein kleines Video vom Balkon schicke, dann möchte ich, dass das ein Ende hat. Verlangen nach Gemeinschaft, Verlangen nach Kreissitzen, Verlangen nach Homöopathie, nach Ambulatorium, nach Leibarbeit, die vermisse ich wirklich ganz, ganz, ganz doll. Und ich möchte, dass das ein Ende hat und bald, bald, ganz bald ein Ende. Lasst uns alle Kampfersäckchen tragen. Dann müssen wir nicht so viel Angst haben. Oh mein Gott, jetzt könnte ich einen Shitstorm wegen Verharmlosung kriegen. Aber ich finde, man kann diese Berührungslosigkeit nicht stark genug hervorheben, wie gefährlich die auch für uns ist, wie sehr gefährlich die ist. Wie schon gesagt, in den letzten Tagen war ein Thema bei mir in der Praxis ganz viel eheliche Gewalt. Gewalt mit Kindern, Gewalt von Kindern gegen die Eltern, Tuberkulinum, Stramonium, Luisinum. Und ich glaube, dass wenn wir uns wieder mehr berühren, wird es generell besser. Ja, wenn jemand noch eine Frage hat zum Krisenalter von Krüger, möge er die jetzt umgehend schreiben, sonst würde ich nämlich zum Ende kommen, eine kurze Teepause machen von 5 Minuten und dann über Bryonia reden heute bei meinen Worten
wieder dem Wüten. Und da deute ich schon mal an, dass mir klar geworden ist, Delfine in der Lagune von Venedig, Kreuzfahrten. Ich möchte niemand sein Singen, Sabri schreibt gerade Singen und innere Heiler wecken. Hey, hey, Sabri, wie immer, du bist einfach spitze. Nein, ich möchte niemand seine Kreuzfahrten vermiesen, aber dieser Kreuzfahrtboom, dieses zusammengepferchte, reglementierte, massenhafte Verreisen, das ist für mich auch ein Bryonia-Symptom. Und ich glaube ja, dass diese Kreuzfahrtschiffe noch mehr wie alle Dieselautos etc. ganz, ganz viel dazu beitragen, dass die Delfine nicht mehr da sind, wo sie hingehören. Ja, also wir machen jetzt eine kleine fünfminütige Pause und dann geht's weiter mit Worte wieder dem Wüten, Bryonia, das Mittel für diese Krise, das Mittel für die, die behandeln dürfen, für die Bryonia-Krankheit, aber eben wichtig für diese Mentalität des Geizes, des Kleingartentums, des Kreuzfahrens und der Abgrenzung. Bis dann. Ich liebe euch alle am meisten, für euch, für mich und die Erben der Zukunft. Und wie schon gesagt, das Ganze ist, ich denke mal, nach Mittagabend dann auch in meiner magischen Bibliothek anzugucken. Hey, hey, Jesko, du bist mein absoluter Krisenheld. Danke, danke, dass du mich so unterstützt, diese frohen Botschaften in die Welt zu tragen. Danke, danke, Swami Sven, Sven Fechner, dass du so wunderbar immer mit uns chantest und mir unser Lotus Sutra so nahe gebracht hast und ich jeden Tag täglich dieses Lotus Sutra chante bei meiner Stehübung. Also Stehübung und Chanten. Dass ich das so regelmäßig tue, ist auch einer meiner großen Krisengewinne. Danke, 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 Guru, Lehrer, Corona, dass du mich da so angeregt hast. Und ich weiß, meine Patienten können ja nur so weit gehen, wie ich gegangen bin. Und gerade diese Faulheit, da konnte ich oft meine Patienten zwar immer wahnsinnig verstehen, aber ich konnte ihnen oft nicht so weiterhelfen, wie ich weiterhelfen wollte, weil ich ja selbst noch so in dieser Faulheit verfangen war. Ja, und Corona löst mich da jetzt ein bisschen raus und das ist wunderbar. Also in dem Sinne, Om Shanti, Shalom, Salam, Amin. Glück auf, Kia Ora, Aloha, Aroha. Euer Andreas.